Monumentaler geht es fast nicht. Hier vor dem berühmten Lincoln Memorial, das Tausende von Touristen besuchen, will Donald Trump seine Rede halten. Der rote Teppich ist schon ausgerollt. Der Salut an Amerika, wie Trump seine Ansprache nennt, ist umstritten. Seit 1951 hat kein US-Präsident hier mehr eine Rede am amerikanischen Nationalfeiertag gehalten. Diesmal ebenfalls neu. Auf Wunsch von Trump werden Militärfahrzeuge und sogar Panzer zur Schau gestellt. Werden also die patriotischen und politischen Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag diesmal zur Trump-Show? Wir fragen nach. Wir sollten den 4. Juli einfach so feiern, wie er ist und nicht wie Trump ihn haben will. Ich hoffe, Trump redet über den Unabhängigkeitskrieg und die Unabhängigkeit von England und sagt nichts Politisches. Am 4. Juli ist dafür einfach kein Platz. Aber auch Trump-Fans finden lautstark den Weg in die US-Hauptstadt. Macht Amerika wieder großartig. Er versucht, das Land zusammenzubringen. Das erste Mal, dass endlich wieder jemand so eine Rede hält. Das Feuerwerk dauert diesmal doppelt so lange wie sonst. Zuvor sollen Kampfflugzeuge, eine Air Force One-Maschine, der Marine One, ein B-2-Bomber und die Kunstflugstaffel Blue Angels in der Luft die Zuschauer begeistern. Seit Donald Trump die Militärparade in Frankreich gesehen hat, will er seine eigene. Und wenn Trump Panzerfahrzeuge fordert, dann kriegt er die auch. Einige Demokraten sind davon aber nicht begeistert und nicht in Feierlaune. Sie fürchten, dass Trump aus Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag eine Wahlkampfveranstaltung macht.